Kennt ihr die Situation, wenn ihr Vokabeln lernen wollt und dieses mit Karteikarten versucht und es einfach nicht klappt und einfach nicht in euren Kopf rein will? In diesem Video zeigen wir euch drei Methoden, die euch helfen, schneller und effektiver Vokabeln zu lernen. Aber zuallererst, was sind die richtigen Voraussetzungen, um Vokabeln zu lernen? Wählt euch eine angenehme Lernumgebung, eine realistische Lernmenge und auch ausreichend Lernzeit. Aber am allerwichtigsten, wie so oft, die Motivation. Hauptsache, ihr habt auch etwas Spaß am Lernen. Bei negativen Gefühlen wie Angst oder Langeweile stellt das Gehirn seine Dienste ein. Der Grund dafür ist das limbische System. Das ist im Gehirn für die Belohnung zuständig und würde in dem Fall nicht mehr mitspielen. Die Zusammenarbeit zwischen den Nervenbahnen verlangsamt sich und die Konzentration wird weniger. Wir merken also, unser Lernerfolg steht im Zusammenhang mit der Arbeitsweise unseres Gehirns. Anders als ein Wörterbuch gleicht das sogenannte mentale Lexikon, also unser Wortspeicher im Gehirn, einem gigantischen Netzwerk. Durch unzählige Verknüpfungen lassen sich die richtigen Wörter oder Ausdrücke zu Sätzen kombinieren. Hier gilt, je besser ein Wort vernetzt ist, desto leichter fällt es uns auch wieder ein. Apropos vernetzt. Die erste Methode, die wir euch vorstellen möchten, ist die sogenannte Netzwerkmethode. Dabei geht es darum, wie kann ich mir Wortbedeutungen im Gehirn noch besser merken und sie auch in Relation zu anderen Wörtern setzen. Das Ziel bei dieser Methode ist es, sich ein Thema rauszusuchen und zu diesem Thema ein möglichst großes Netzwerk zu bilden. Und warum das Ganze? Weil wenn du neue Wörter isoliert und unverknüpft lernst, vergisst du sie schneller wieder. Schnappt euch also einen Stift und schreibt euer Beispielthema auf. Nehmen wir mal als Beispiel Vacaciones. Was fällt euch ein, wenn ihr an Vacaciones denkt? Zum Beispiel Sol oder Arena, Playa, Palmas. Das können wir natürlich weiterspinnen. Wenn wir an Palmas denken, woran denken wir? Wir können natürlich zum Beispiel auch Ojas oder Kokos anfügen. Außerdem könnten wir versuchen, bedeutungsvoll zu elaborieren, indem ich Synonyme finde, indem ich Antonyme finde, indem ich das Wort auch in einem Zusammenhang vielleicht mal mir vorstelle. Unsere zweite Methode ist die multisensorische Methode. Studien zeigen, dass wir eine Vokabel besser abspeichern können, wenn unser Gehirn ein Wort mit unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen verknüpft. Aber was heißt das Ganze jetzt für die Praxis? Versucht euch die Vokabeln einzuprägen, indem ihr sie pantomimisch nachstellt. Zum Beispiel tapar, escuchar, oler. Alternativ könnt ihr die Vokabel natürlich auch laut vorlesen und davon eine Audioaufnahme machen. Die könnt ihr dann im Anschluss immer wieder anhören. Und für die Visualisierung könnt ihr auch einfach ein passendes Bild raussuchen und auf der Rückseite die richtige Vokabel schreiben. Oder ihr kombiniert alle Schritte. Erst Pantomime, dann anhören, dann anschauen. Die dritte Methode ist die sogenannte Filmmethode. Bei dieser Methode entwickeln wir in unserem Kopf einen kleinen Minifilm. In diesem Film sollte uns eine Verbfolge helfen, diesen Film zu verstehen und uns die Vokabeln dadurch besser zu merken. Nehmen wir als Beispiel mal einkaufen. Stellt euch vor, ihr geht in einen Supermarkt. Welche Verben fallen euch dazu ein? Wahrscheinlich sowas wie entrar, buscar productos, hacer cola, pagar und salir. Durch diesen Minifilm in eurem Kopf fällt es euch leichter, die Vokabeln später abzurufen und diese schnell und effektiv in euren Wortschatz aufzunehmen. Fassen wir nochmal zusammen. Am allerbesten, ihr probiert alle Methoden einmal aus. Und im Anschluss guckt ihr dann, welche euch am meisten liegt. Und last but not least, traut euch euer neues Vokabular anzuwenden. Denn eine Sprache lebt durch eure Anwendung und eure eigene Erfahrung. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und dass was Brauchbares für euch dabei war. Und lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, welche der Methoden euch am besten gefallen hat. Und für weitere Infos schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Macht's gut. Ciao. Nehmen Sie sich die 10 Minuten, das ist nicht viel. Und Sie machen es beim Zähneputzen, beim Kaffeekochen. Das sind kurze Einheiten, da geht das doch.